Hey, Harry, I'm here. We happy? Oh, we happy. Damn right. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Speaking of which, you need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. Chicago. Jetzt fahren wir durch die Stadt wahrscheinlich. Ich muss einfach mit so einem Stadtflitzer kommen. You need it in Detroit, Alex. Set a waypoint and get over here. And put your game face on. This race is gonna be intense, man. You should see this crowd. I can handle it. No doubt. Just don't forget your brother needs to see you after. Sounds serious. Don't worry, old man. I'm not gonna forget. Gut, wer vorbeigefahren? Noah. Dräng ihn ab, ich dränge ihn ab! Was war da? Irgendwas können wir da machen. Ich denke, herausfordern oder? Komm. Ja, genau. Bestimmt ein Spieler wird er nicht so fahren wie ich auf dem Bus. So. Ich würde halt gerne auch noch irgendwann das Freundesystem testen. Sonst wüsste ich gerade keinen, der das Spiel hat. Also die Beta. Map Radio. Ah, stimmt. Sollte ich vielleicht das Radio ausstellen? Das beschwert sich YouTube vielleicht. Naja. Mission Diary Options. Okay. Da ist ein Spieler vorbeigeheizt. Wo sollen wir denn hin? Nach Detroit. Set Waypoint. Auf geht's. Warte mal. Kann ich aber auch noch irgendwas tun? Long Way, ich weiß, was Long Way ist. Wenn man da rechts ist, ein Satellit. Und da vorne wird mir auch noch irgendwas angezeigt. Oder was ist das? Das wird mir nun angezeigt. Da wäre der Satellit rechts. Aber ist ja, da ist auf jeden Fall Wasser vor mir. Egal, fahren wir einfach zu unserem Punkt erstmal. Machen das Tutorial für das Ausnahme. Ja. So driftet man ja krass. Bisschen komisch, dass dieser Pfeilwegmarker da oben sich ganz halt so biegt. Okay, es gibt so tolle Burnout-Sequenzen. Als ich den ausgenockt habe, hier so BAM! BAM! Ich muss hier raus. Sorry, Jungs. Schon wieder an Land gelegt. Ist echt ein bisschen komisch, dass sich das Ding da oben ganz halt verbiegt. Vor allem, wenn ich Nitro mache, dann spackt das da voll ab oben. Ich kann mich vor allem auf die Straße konzentrieren, aber. Was? Achso, ich soll da drumherum. Ja. Schon hier so cross-sliden. Ach so, eine Skill-Challenge. Slalom-Parcours. Retry mit B. Ist ganz cool, dass sie so ineinander übergehen. Dass man nicht irgendwie irgendwas annehmen muss.
Och man, muss er wegstellen. Was ist der Goldmedaillen-Typ? Silber, okay. Gold muss ich wahrscheinlich durchkommen. Hätte ich wahrscheinlich auch geschafft, wenn nicht dieses eine Auto im Weg gestanden hätte tun, würden, sollen, taten. Ach, scheiße! Da geht's lang, hab ich gehört. Kann man noch escape und dann reset? Nee, retry. Okay. Geht also auch. Möglichst schmal halten, dann läuft das auch. Auto, Auto! Nein! Auto stand im Weg! Das hat's mir versaut, ey. Na, aber egal, wir haben trotzdem Gold. Das hätte besser werden können, wenn mir das eine Auto, das da nicht noch versaut hätte. Ah, bam. Ja, ein Spieler. Man sieht ganz cool, dass du halt überall Spieler fahren siehst, aber es hatten ja auch, glaube ich, schon andere Spiele, Burnout Paradise oder was, das ist auch schon, oder? Oder irgendwie Need for Speed bestimmt auch. Ist ja jetzt nicht so hundertprozentig neu, aber es ist halt ganz cool, dass du mal Leute auf der Karte siehst. Und wenn du halt wirklich Freunde hast, die halt auch wirklich so in dem Genre drin sind, die halt auch Rennspiele mögen, könnte das was sein. Relax, I'll be there. Chillax, bro. Ich bin halt sowieso nicht so der Rennspielfreund. Ich habe immer so Spaß dran, aber es ist dann so ein Tag, weißt du, oder so ein paar Stunden. Bin jetzt aber halt nicht so der Freund, der das dann ganzen Tag spielt, ganzen Tag, ganzen Monat spielt. Das haben wir noch früher, als ich da lang groß war. Der scheiß wobbelnde Strich da oben sagt mir gar nichts, ey. Halt aus, als ob ich erst rechts lang musste. So, außerdem muss ich noch was umstellen. Ja, muss ich hier rechts lang? Klar. Ich wollte umstellen noch. Ja. Kann ich jetzt gar nicht tun. Weder mit Maus noch mit. Blut. Und zwar wollte ich das jetzt wieder auf KMH stellen. Ich hab doch mal getestet, ob das das Problem war. War es nicht. So. Hätte sein können, dass er irgendwie schneller in Meilen beschleunigt als in Gamma. Wer weiß, was die da für Bugs eingebaut haben, ne? Weiß man ja. Oh, ich müsste hier lang. So. Solo. Quick Co-op. Man könnte hier wahrscheinlich auch schon Koop machen, wenn man sich halt schon mit irgendwem zusammengetan hätte in seiner Crew. Schon solche Karren hier. Ich komme noch mit meiner an. Regelt das. Ein kleiner City-Flitzer hier. Winter Race. When the race came down in Afrika. Oh, das ist dann eigentlich ins Auto gefahren. Was habe ich? Ich habe damit nichts zu tun hier. Es gibt. Wieso setzt er mich dann auch zurück? Ich konnte noch voll weiterfahren, nur weil der da gegen die Wand vor mir klatscht hat.
Knapp. Okay, haben wir mal das Düften getestet. Düftet nicht so stark. Um so eine Kurve nachzukommen. Wie haben wir denn 9 Checkpoints? Wir haben schon den 4. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um einzuholen. So, sorry falls ihr meine Tastatur halt jetzt auch klappern hört, aber ich muss ja meine Tastatur machen. Um da vernünftig lenken zu können, muss man halt immer mal kurz antippen. Und das ist halt bei meiner Tastatur etwas lauter, das Ding. Fuck, komm, jetzt hol den da vorne noch. Nur noch ein. Schaffen wir nicht. No. Okay, nochmal. When the waves came down in Africa. Ja, ach, das ist schon mal nervig. Also jedes Mal, wenn du retryst, die auf dir diese scheiß Sequenz wieder vorspielen, könnte ich ja ausrasten, ne, bei solchen Spielen. Ich meine, ich habe sie doch einmal gesehen, ist doch okay, wenn ich das Rennen wiederholen will, dann start doch direkt beim Rennen. Das ist schon mal Digger nehmen, Digger Digger Minuspunkt. Wer sowas designt, der sollte, dem sollte das Gehalt gekürzt werden. Das geht gar nicht. Dem Spieler hier die Zeit rauben. Nur weil er schlechter ist. So, 4K. Ein bisschen Nitro ruhig verwenden, dass ich das auch laden kann. Achso, man soll gar nicht mit Feuer, das kann ich verwenden müssen, oder? Lenker. Und wieder raus. So, nicht so viel Vorsprung. Das sieht sich nicht für mich. Ich wollte nur zuschauen. So, geht doch. Ich weiß nicht, was das P bedeutet. Ich hätte nur die 330. Irgendwelche Punkte, irgendwelche Coins, keine Ahnung. Penalties? Ne. Keine Ahnung, wofür das P da stand, aber wir sind ja fast Level 2. Ist scheinbar so das Logo der Crew hier, der Untergrund Gang, die ja die ganzen Rennen machen oder was? Bisschen Ambassador Bridge, bro. Picked up some heat tonight. Yeah, I did. And I lost them. It was fun. Why have you always got to be on the wrong side of the law? We don't mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do.
See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dayton, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. I founded the 510s. I'm the V8. And my own brother is breaking the rules. How do you think that looks? Wonder what that guy is breaking rank left and right. So, what are we doing? Some guy named Shiv. V4 I ain't met yet. Eine Minute. Ask him a few questions about money going missing. So why am I here? Why not one of your 510s? You're an asshole. You can drive. And if I've got to put shit back in line, I'm with the best driver I've got to burn him on the road. And I was giving you a chance to take this stuff seriously. Stellt ihr denn so viele Bushaltestellen? Twang. Und auch so ein bisschen kaputt. Auch ein neues. Steig aus. All car levels will be increased in 3 levels. Ist das 5-0? Ich weiß es nicht. Total score. Base score. Clean driving. The more damage us, keine Ahnung. Tipps sind zu schnell.